verlassen müssen. Da müssen wir echt aufpassen. Ich mache mal lieber sichere Entfernung. Boah, ist das mies. Ist das gemein. Boah, ist das mies. Was ein gemeines Schlachtfeld. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. Was? Bitte nicht nachmachen zu Hause. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. What the fuck? Ich hab's doch gehört. Ich hätte es geahnt. Und eine goldene Flasche. Super. Tja, weißt du jetzt, wo die Chicken Wings herkommen? Also, ich mag Chicken Wings, ja. Easy. Und auch Chicken McNuggets, aber aus Dodos, das muss ich verneinen. Da oben ist eine goldene Flasche, die hätte ich natürlich gerne. Die Frage ist nur, wie komme ich an eine goldene Flasche ran? Warte, Moment. Oh ne, mein Fehler, ist keine goldene Flasche. Da oben ist aber eine Flasche. Ich da so dran? Ja, komme ich sowieso durch. Jo. Komme ich da so hin? Muss ich hier lang? Wahrscheinlich. Ihr seid noch wach? Ihr seid noch bei mir? Oder seid ihr vorm Rechner eingeschlafen? Das seht mir auch oft. Ich habe immer gedacht, man kommt da rein, aber das stimmt nicht. Seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel, Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Nach 10 Uhr bewusstlos. Oh, geil. Boah, das ist mies. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Oh, schön. Ach ja, die Kinder. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich ließ dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Ja, ist klar, natürlich. Dir geht der Hund auf Glatteis. Tja, ich würde sagen, die Beine da oben, die bringen's, ne? Will aber jetzt nochmal kurz auf die Toilette.
Bis gleich. Mal kurz Baby machen. So. Erst einmal hinsetzen. Hier ein Stück Schokolade nehmen. Und dann kann es weitergehen. So. Mischen wir mal dem Hasen ordentlich. Vielen Dank. Die Suppe versalzen. Nachdem ich nochmal ein bisschen Schokolade gegessen habe. Lecker. So, Gemüse. Erinnerung läuft gut, aber Rhodularäume 0 von 0. Okay. Aber 0 von 4? Oh ja, Pfeffermühle. Die Pfeffermühle. Die nehme ich gerne. Alter, jetzt ist sie rot. Alter, das ist meine Pfeffermühle. Geil. Kopf fixiert, Schrauben in die Augenhöhlen gedreht. Alter, das arme Vieh. Das ist mal Wartmännchenquälerei. So. Damit das Ding da drin bleibt. Ich glaube zwar nicht, dass es nötig ist, aber... Oh, doch, war besser. Bleibt der Alice bloß von mir. Haha, Animation. Jetzt muss ich wieder zu. So ist's recht. Ich bin sprudeln. Flinker, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Alter, jetzt aber hier. Jetzt geht's aber rund. So, ich muss da zurück. Schaffe ich das ohne? Ja, schaffe ich. Super. So, hier ist die Fabrik schon mal abgeschaltet. Das ist... Ei, Knie versus Schreibtisch. 0 zu 3. Aua. Okay, ich kann hier sonst nichts machen, ne? Nein, kann ich nicht. Ich muss... Wow. Ja.
Boah, ist das mies. Ist das, Alter. So, jetzt haben wir schon ein bisschen. Kannst du nichts ohne deine Lümmelleute. Wurst. Dr. Med Wurst. Super gelaufen. Oh, wir haben wieder volles Leben. Ja, das ist doch schön. Die wurde jetzt mit rotem Pfeffer gefüllt. Oh, arme Dolo, totale Schiff. Mach es gar nicht aufzuhören. Renn weiter oder ich. Ja, oder du was? Geht's da weiter? Soll ich da weiter? Soll ich da weiter? Das ist die nächste Frage. Hat der Gigidi gesagt? Soll ich Gigidi sagen? Dürfen andere Gigidi sagen? Gigidi! Was? Nichts. Das war eine dumme Idee. Ach ja, verliebt. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Kohle bekommen. Und ein bisschen Leben, was wir nicht brauchen. Boah, ist der hinüber. Ah, jetzt geht's hier hoch. Mit dem Aufzug zur nächsten Stage. Wow! Was ist das mies? Wie soll ich denn das schaffen? Hä? Boah, ist das mies geskriptet. Ich meine, ich kann ja nicht mal schneller laufen. Ernsthaft, ich muss die durchweichen. Naja, macht ja nichts. Wir müssen uns klein machen. Da geht's zum Hasen. Haha, hier hat sich was verklemmt.
Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rate, was da drin ist. Dreck. Nein, Gold. Wenn es nicht arg wäre, dann würde ich ganz anders kommentieren. Nein, fröhlicher. Nein, das reicht jetzt. Hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch das gar nicht. Ja, natürlich. Das wird's gewesen sein. Das hat die Ratte auch gesagt. Im Endeffekt habe ich sie doch platt gemacht. Hebel betätigen. Schlucki. Rip. Und rein da. Ihr Füßchen. Und die Alice gleich näher. Hat die gerade gestöhnt? Als hätte sie ein Gewicht gehoben. Jetzt die Frage, so wie der aussieht, möchte ich den zusammensetzen? Wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, yep. Du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Einfach gepackt. Yo. Das ist der Ritt auf dem Hutmacher. Alles klar. Der hat uns hier abgesetzt. So, Schweineschnauze. Jetzt muss ich erstmal einen Pfeffer hat. Dann kommen wir an die Erinnerung oben dran. Das ist wunderschön. Ja, der hat uns jetzt hier hingebracht. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil es hier weitergeht. Haha, Graf, du Genius. Wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Ja, da haben wir es heute echt einfach. Das fällt... Oh, das macht... Oh. Ich sagen, das macht... Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Ja, dann lass ich erstmal ein paar Zähnchen einsammeln. Die Alice hat nicht so viele davon, jetzt schon alles verloren. Courage, Alice! Ich krieg diese Tür schon auf! Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen hat diverse Vorteile. Sie lenkt Feinde ab und nehmen bei der Detonation Schaden. Super! Whoa.
Ja, ja, ich weiß. Ich kann ihn ein bisschen ablenken. Na, kommt her. Ja. Dann machst du wieder so glatt. Ich versuche zu denken. So! Versuche zu denken. Oh, ehrlich. Mich bei der Dicke macht so keinen Schaden. Das kann ich nicht. Das ist gut. Boah, das war ein Bitchlap. Du kannst doch nicht einfach unsere Bitchlap im Arsch noch. Mist. Nein! Ich bin noch ausgewählt. Wegen dieser Scheiße. Wegen dieser Scheißstufe. Yo. Nee, doch nicht. Okay. Irgendwann musste es ja klappen. Klar, du hättest mir auch mal helfen können. Ein Wisch und der Shit wäre gelaufen, aber nein. Haha, ich laufe hier lang. Muss ich hier lang? Ich muss hier sogar hier lang. Schade, ich dachte. Ah nee, ich muss da lang und hier finde ich ein Secret. Verstehe. Ich bin die kleine Alice durch das Schlüsselloch. Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Morallehre. Allein der Buchtitel verrät schon Scheiße am laufenden Band. Naja, immerhin, wenn du da mal so ein Scheißbuch hast. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Ja, ich muss da hoch. Hab's ihm gesagt! Er hat's gesagt! Er hat's gesagt. Glockenschuss. Immerhin, wenn ein Buch zu schlecht ist, kannst du es immerhin, kannst du die Seiten immer noch rausreißen und als Klopapier benutzen. Hier gibt es eine Zähne, das ist gut. Hat er nicht gesagt, doch habe ich gesagt, eiskalt und ich meine es auch so. So, ja, gut. Muss ich alles nochmal mit dem Pfefferknarre ran. Wunderbar, wunderbar, super. Lauf, Alice, lauf! Schneller, schneller, schneller! Immer schneller. Waffenkeller. Das macht dich heller. Mit dem Propeller, yay! Nee, komm. Wollen wir es mal ein bisschen serious nehmen. Ich meine von Ernte. Wer kennt's? Muss ich da hoch? Okay, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Nein, ich will Alice nicht unter den Rock gucken. Ich möchte checken, was da los ist. Möchte ich da runter? Komm her, Woody. Ich helf dir mal. Guck, wie der guckt. Ja, willst du mir jetzt die Fresse polieren oder willst du, dass ich den Hebel drücke und die helfe, du Arsch?
Diese Geste, bin mir nicht ganz sicher, wie der Hutmacher drauf ist. Na, immerhin hilft er mir auch. Na gut. Oh, willkommen zurück, Justin. Das ist mal Express. Hogwarts, ey. Wir haben den Grund des Lebens gefunden, aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter. Ich soll... Genug Palaver. Kampfzeit, Fräulein. What? Nein! Nein! Boah, unser erster Boss. Oh, ich freue mich. Willkommen zurück, Justin. Just back Lass it. Falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Yo. Deswegen haben sie also den Hutmacher. Nein! Schlechte Konstruktion. Doch, schade. Schade, ich dachte, ich könnte... Komm, reiß dir aus dem Haus. Nein! Meine kostbare Dome. Und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wohin fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir! Sofort! Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nehmen oder eher die Spiegelung betrieben. Komm schon, Leute! Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Gatschi. Trinkt! Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir! Du hast es versprochen! Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee. Und Ignoranz. Was, wie soll man denn Ignoranz ertrinken? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Danke. Das ist unglaublich. Wenn aus Mücken Elefanten werden, lässt die Alice einfach nicht sterben. Oh, wir sind wieder in der Realwelt. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Das ganz Natürliche. So, die wollten alles an die Wäsche. Wir sind jetzt wieder in der realen Welt. Das Kleidchen ist auch ganz nett. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Schneeflöckchen. Ich kann halt sonst nichts machen. Sie fühlt sich. Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Keine Gibt's Ahnung, was Arbeit? In den Kisten drin war. Morgen liegen zwei unerreichbare Träume. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Ich bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Ist das Eis? Eis kann ein Bild zurückwerfen und die Bernsteine an ein Objekt einfangen und konservieren. Für immer. Oder bis es schmilzt. Ah, ich dachte, das wären Kisten, die einfach nur so ein bisschen gruselig aussehen, aber. Okay. Oh, das wird schön. Das wird schön und creepy und cringy und. Anglerfisch, okay. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Hier hinten ist auch noch ein Eis. Eis irgendwas angeschlossen. Ist die Frage. Ja gut, ich muss da sowieso lang.
Gibt ja keinen anderen Weg. The Mangled Mermaid. Schön. Also die Musik gefällt mir. Na, hat wohl jemand zu viel getrunken? Oder muss sie über irgendwas nachdenken? Auch wenn die ein bisschen gruselig ist. Die hätten sie wenigstens hübsch machen können. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Das ist auch eine Möglichkeit. Es ist auch eine Möglichkeit, Männer loszuwerden. Einfach sagen, ja, ich habe eine penisfressende Vagina unten. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starktränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Priss geworden ist. Wer ist denn Priss? Ja, toll, jetzt habe ich gerade einen kleinen Schokokrümel gepackt. Jetzt möchte ich meinen Controller natürlich nicht anpacken. Sekunde. So. Jetzt wie alles flotti karotti. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Gut, im Bordell ist sie gerne gesehen, die Alice. Verstehe nicht, warum. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Ich glaube, Jack Splatter ist... Ist das eine Whisky-Sorte oder ist das eher ein spielbedingter Schnaps? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, der ist erstochen worden. Doch mal sehen. Weiß nicht, ich bin ganz schön blau. Das ist doch der Punkt, oder nicht? Nüchtern würdest du es eh nicht machen, das wäre falsch. Richtig, das wäre falsch, ja. Also was ist denn nun? Klappe, muss nachdenken, den Kopf klar kriegen. Nüchtern würdest du es nicht machen, das wäre falsch. Rechts dem kleinen Scheißer. Lass deine Griffel da, wo sie sind, Kleiner. Aber er will es einfach nicht verstehen. Ist ein leicht unfairer Kampf. Finde ich. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Alles klar. Ich muss hier hoch zu der Twitterhexe. Ich glaube mit. Finde ich gut. Und dass man hier die gleichen Step-Animationen hat. Wie draußen. Hört ihr das? Das würde man auf Matsch laufen. Dabei ist es hier eigentlich trocken. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Boah! Sie hat mein... Was ein Drecksack! Was eine Drecksau. Ja, das Leben damals war hart. Puh. Was eine kleine Drecksau. Das Steckenpferd. Yo. Jetzt wisst ihr, warum sie die Alice Leggings angezogen haben. Sanfte Landung. Oh, diese Hairworks. Schön. So, die Sterne kann ich kaputt machen. Das ist gut.
auch ein schönes Dingsbums. Auch schön, muss man sagen. Auch die Schleife wieder im Totenkopf. Vielleicht ein bisschen crazy, über einen Totenkopf drauf zu machen, aber schick. Und natürlich dieselben Stiefel, das ist klar. So, goldene Flasche eingesammelt. Gibt's hier? Ja, hier gibt's 4 Rodularräume. Da ist eine Flasche, hier geht's zum... Nein! Was habe ich getan? Ja, passt. Boah, ist das mies. So, die Fische hauen erstmal vor uns. Hier ist natürlich wieder diese hässliche gefallen. So, jetzt müssen wir wieder mit dem Regenschirm abwehren. Na komm, schieß! Linus Regenschirm regelt das schon. Komm, put. Werf dein Klöpfchen, werf dein Klöpfchen. Huma! Gut. So, hier im Karton. Hallo Ötzi! Hallo! Hier ist doch schon wieder eine Schweinsnase. Ja, realistisch dargestellt. So sehen Eulen also von innen. Nee, besser nicht. So, hier kommen wir noch nicht hin. Lass mich raten, da gibt es irgendwie eine Schweineschnauze. Bestimmt auf der anderen Seite. Zurück müssen, sobald wir wahrscheinlich die nächste Waffe haben. Das war knapp. Naja, viel. War das jetzt nicht gerade? Kommen wir hier überhaupt zurück? Sieht für mich eher nach Nee aus.